Hallo liebe StarCraft-Freunde, hier ist wieder Zip. Jetzt mit dem zweiten Spiel von Apoll gegen Zip auf Scrap Station. Apoll als grüner Terraner, ich wie immer als lilaner Protoss, wenn ich das wählen kann. Ich wäre übrigens noch dafür, wenn Blizzard das irgendwie hinkriegen würde, dass man seine Farben selbst auswählen kann. Also auch, was die Gegner für Farben haben, was man selber für Farben hat und halt, dass das für jeden so angezeigt wird, wie man möchte. Fände ich das ziemlich super. Also ich hätte zum Beispiel richtig Spaß daran, wenn ich einfach immer lila wäre, meine Kumpels, also in einem Mehrspieler-Spiel, mit dem ich spiele, meinetwegen so zwischen gelb und orange oder so und die Feinde dann in dunkleren Farben. Das fände ich irgendwie richtig angenehm. Aber da kann man halt nichts machen. Im Moment gibt es diese Funktion noch nicht und ich bin mir auch nicht sicher, ob die irgendwann kommen wird. Zurück zum Spiel. Apoll hat noch nichts in seiner Basis gebaut, sondern schickt seinen ersten SCV hierhin, um wieder eine Proxy Barracks zu bauen. Das zweite Mal nacheinander. Wie ihr wisst, bin ich da halt kein Fan von. Und weil ich Apoll halt auch ein bisschen kenne, scoute ich hier wieder relativ früh, glaube ich, ne, vor dem Gateway. Genau. Scoute ich so ein bisschen von meiner Basis. Dann schauen wir mal, ob ich den gleich überhaupt sehe. Die kann man verfolgen so. Und ganz knapp fahre ich dran vorbei. Wahrscheinlich ist das auch einfach kein Zufall, sondern Apoll wird sich das genau überlegt haben, wo er die Baracke baut. Ich meine, gehört zu haben, dass er halt auch diesen Bild mit den Marodeuren schon relativ viel trainiert hat. Es ist zwar, wenn man strikt sich das anguckt, ist es Cheese, also im Sinne von Proxy Barracks ist halt sehr, sehr All-In-mäßig zumindest. Und man kann halt dazu stehen, wie man will. Man kann sagen, man gewinnt halt bei StarCraft 2, wenn man am Ende dem Gegner alle Gebäude raubt. Und wie man da hinkommt, ist jedem selbst überlassen. Ich persönlich habe halt einfach mehr Spaß an längeren, makroorientierten, nicht unbedingt makroorientierten, aber interessanten Spielen. Also solche Spiele laufen einfach immer relativ ähnlich ab. Am Anfang geht es einfach darum, nach 8 Minuten steht normalerweise einfach ein Sieger fest. Ihr seht hier, ist das nicht der Fall, aber es ist halt, entweder man richtet so viel Schaden, dass man sehr weit vorne ist als Terraner in diesem Fall, oder man verliert recht zügig, weil man eben seine ganze Strategie hierauf aufbaut. Wir sehen auch, dass... ach nee, noch nicht. Ich dachte, Apoll hätte aufgehört, SCVs zu bauen, aber wirklich wohl irgendwie falsch daran erinnert. Auf jeden Fall ist bei mir jetzt wieder klar gewesen, weil ich in Apolls Basis war, dass hier nichts los ist und deswegen baue ich 3 Gateways, weil ich weiß, dass er wohl wieder sowas machen wird. Deswegen kommt Apoll mit seinem ersten Marodeur und greift glücklicherweise nur dieses Gateway an. Ich habe meine Pylonen schon diesmal so gestellt, dass einzelne Pylonen zu snipen nicht viel Sinn macht. Und mich auch nicht zugebaut, weil das halt gegen solche Taktiken einfach nicht hilft. Man muss möglichst offen sein, um auch vielleicht mit seinen SCVs arbeiten zu können. Währenddessen ist Apoll hier dabei, die fertigstellende Pylone anzugreifen. Gute Idee, denn die hat weniger Lebenspunkte und ist deswegen Standard zu snipen. Auch wenn das jetzt hier gar nicht der Fall ist. Jetzt hole ich hier relativ viele Sonnen, um den Bunker anzugreifen. Hab einen Berserker, 2 Berserker und sollte jetzt mich auch hier um die 2 SCVs irgendwie kümmern, dass die hier nicht alle mal heilen. Und der zweite Bunker ist gleich auch schon fertig, währenddessen hier alle mal weiter Marodeure von Apoll. Leider kriege ich hier keinen Surround bei den Marodeuren, wenn ich die noch hätte abfangen können, wäre das natürlich riesig gewesen. Aber die nächsten Berserker sind auch, ich hätte jetzt die Rallye-Punkte natürlich schon irgendwie setzen können. Ich glaube, die waren vorher auf dem einen Bunker und das habe ich nicht mehr geswitcht zu dem anderen Bunker. Wenn wir einheitmäßig sehen, auch wenn ich ab und zu ein paar Sonnen verliere und halt auch nicht alle arbeiten, bin ich immer noch vorne bei den Arbeitern. Und deswegen geht es mir eigentlich gerade gar nicht so schlecht, wie es aussieht. Jetzt sind hier zwei Marodeure und ich verfolge jetzt mit dem Berserker den Marodeur und mit den beiden Berserkern diesen, um Apoll zu zwingen, eben richtig viel Makro zu machen. Kiten ist ja gut und schön, aber wenn man das an mehreren Stellen gleichzeitig machen muss, ist es halt auch sehr aufwendig. Nur leider habe ich gerade Probleme, neue Berserker nachzubauen, weil ich halt den Zeitgang nicht gearbeitet habe, nicht abgeerntet habe. Jetzt greife ich mit diesem Berserker schon den Bunker an. Der SCV ist gerade gestorben. Die beiden Marodeure kommen jetzt rein. Und es kommen anscheinend keine neuen. Und das ist hier der Grund, hat Apoll schon ziemlich deutlich, schon ziemlich früh gemerkt, dass das hier nicht mehr funktionieren wird. Und ja, zu diesem Zeitpunkt bin ich halt, weiß ich nicht, ich bin einfach nicht gut drauf, weil Apoll das meiner Meinung nach nicht nötig hat. Das hört sich jetzt wieder komisch an, das ist halt sehr wertend. Ich stehe halt einfach nicht auf solche Sachen. Das ist natürlich eine Geschmackssache und ich kann das jetzt auch nicht irgendwie... Das heißt ja nicht, dass ich hier der strahlende Ritter bin, der StarCraft irgendwie richtig spielt oder so. Das wäre völlig falsch, einfach nur, ich habe daran einfach keinen Spaß. Und ja, ein Berserker verfolgt hier den Marodeur, währenddessen habe ich jetzt die Baracke doch nochmal gefunden, nachdem ich überall in dem ganzen Bereich hier unten rechts von meiner Natural war. Und was ich jetzt mache, ist auch ziemlich riskant.
Und zwar baue ich jetzt hier gleich einen Nexus, glaube ich, sogar noch eine Sonde ab, genau, um den Nexus möglichst früh zu kriegen. Ich will jetzt über Ökonomie gewinnen. Das ist halt so mein Stil, makromäßig. Und gucken, ob ich jetzt erfolgreich damit schlagen kann. Der hat halt gerade ein SCV-Problem, hat 6 Arbeiter weniger als ich. Stellt jetzt hier ein paar Bunker auf und man ist halt einfach so, wenn man so einen frühen Rush nicht richtig hinkriegt, ist man erstmal hinten dran. Ich bin jetzt mit meinen Berserkern schon mal unterwegs, ich habe einfach 6 Stück, glaube ich. Ja, 6 Stück habe ich und die schicke ich einfach schon mal in Richtung der Basis von Apoll, auch wenn die hier noch so einen komischen Blickpunkt haben mit Shift. Einfach um zu gucken, was er hat, um den zu zwingen, ein paar Bunker zu bauen und ein bisschen in Verteidigung zu investieren, weil sonst stehen die Berserker einfach nur dumm rum. Krone booste hier alle mal meine Sonnen, werde gleich Supply Locked sein, weil ich natürlich armselig bin und einfach noch ein bisschen hohes Adrenalin habe von diesem frühen Rush. Ich glaube, das wäre jetzt mal ein Zeitpunkt, wo man ein bisschen nach vorne spulen kann. Wir sind hier von der Stelle, wo ich jetzt hier gleich reinlaufen werde. Erstmal checke ich hier nach einer Extension. Extension heißt das? Nicht. Dazu komme ich gleich nochmal. Und ziehe mich dann jetzt hier zurück, weil ich sehe, dass die Bunker nahezu voll sind. APM-mäßig ist das alles recht ähnlich gerade. Auch wenn der Kampf am Anfang bestimmt eine Menge verfälscht hat. Und einen Kubernetes-Kern baue ich. Die Extension ist fertig. Also nochmal kurz dazu, ja, es heißt Expansion, das haben mir jetzt mittlerweile einige geknackt, das mag auch stimmen, aber hey, das ist meine Show, bei mir heißt es jetzt Extension. Das ist dann wie bei Hahn, aber man weitet ja auch seine Basis aus und deswegen passt das auch irgendwie und ich kann mir das eh nicht mehr abgewöhnen. Und jetzt, wo ich es schon so oft gesagt habe, muss ich auch irgendwie dazu stehen. Außerdem sage ich immer, das Gebäude down gehen. Egal, ob die gebaut werden oder gemorpht oder gewarpt oder ob sie zerstört werden, das heißt alles down gehen. Und ja, das mache ich halt einfach jetzt so. Mir doch egal, wechselt doch den Kanal, wenn ihr wollt. Ich nenne das jetzt so, wie ich meine. Gut, so, genug jetzt hier genervt. Ich baue jetzt hier ein paar Photonkanonen. Das ist auch sowas, was ich mir generell angewöhnt habe, wenn ich meine, dass ich gut dastehe. Jetzt gerade bin ich mir halt nicht sicher, ob ich gut dastehe, aber ich glaube es halt einfach. Dann baue ich einfach ein, zwei Photonkanonen, um sicher zu gehen, nicht durch Banshees, Mini-Drops oder irgendwie sowas Cheesiges zu verlieren. Starport ist hier im Bau von Apoll. Die Factory bringt er wieder rüber, um zu scouten, das haben wir auch schon öfter von ihm gesehen. Die Factory, daraus baut er nicht unbedingt viele Einheiten, sondern es ist einfach für ihn das Zwischengebäude zum Starport, weil er an Vikings und Banshees viel Spaß hat. Jetzt baue ich hier einen Observer, um den gleich rüber zu schicken. Ihr seht schon, der Rallye-Punkt ist hier, um zu sehen, was los ist. Und habe schon halt 3 Gateways, die Alman produzieren. Und arbeitermäßig sehen wir, bin ich mittlerweile fast mehr als doppelt so weit. Ökonomiemäßig werde ich auch einkommenmäßig jetzt halt richtig viel reinkriegen. Ich greife hier mit meinen 2 Sentries die Factory an. Also diese Armee ist halt sehr gegen Marodeure aufgebaut, um mit den Force Fields am besten die Marodeure auf einer Rampe oder so einzuschließen und dann mit den Berserkern anzugreifen. Ist auch gegen Marines nicht ganz schlecht, nur gegen eine Marine-Marodeur-Komposition wiederum sieht es relativ schlecht aus. So, wie gesagt, weil wir hier im Replay sind, werde ich jetzt einfach mal wieder ein bisschen nach vorne spulen. Halt mal den Production-Tab hier vorne. Ich baue eine weitere Expansion hier. Und das ist natürlich jetzt ziemlich heftig. Aber ich weiß ja, dass ich gleich angreifen werde. Und wenn man angreifen geht, soll man immer expandieren. Genau, das mache ich jetzt. Ich brauche noch einen Immortal. Auch nicht ganz verkehrt. Gegen die Marodeure sind die ziemlich gut. Und produziere weiterhin wie doof Arbeiter. Bin schon bei 50 und Apoll immer noch bei 16. Bin mir nicht sicher, warum er nicht welche nachbaut. Ich glaube, er hat das Spiel eh schon ziemlich abgeschrieben und muss jetzt halt... will vielleicht halt nochmal richtig auf Armee gehen und jetzt sehen wir, wird es wieder spannender. Er zieht sich hier wieder zurück. Ich weiß nicht, ob er die Armee schon gesehen hat. Nee, er wartet nur auf seinen Rave und sein Medivac. Will mich ein bisschen pushen, aber genau zum richtigen Zeitpunkt habe ich jetzt hier die zweiten Rocks eingerissen und werde jetzt, weil ich die Armee hier mit dem Watchtower sehe, direkt in Richtung der Main von Apoll gehen, in der Hoffnung, dass ich mit meinen mittlerweile 6 Gateways hier oder wo auch immer er angreifen will, noch rechtzeitig die Verteidigung holen kann. Das ist natürlich jetzt schon eine richtig große Armee, die ich hier auffahre. Nur, wie wir halt gleich sehen werden, Micro kann ich halt fast gar nicht. Deswegen ist hier die Armee von Apoll, die gerade relativ im Ring scheint, ziemlich mächtig. Meine ganzen Berserker sind halt hier noch in der Basis, haben zwar schon Charge, glaube ich. Ne, haben noch nicht Charge, aber müssen halt unbedingt vor die Berserker. Und jetzt teile ich die hier nochmal auf. Ganz, ganz fürchterlich von mir. Also ich habe richtig viel Armee jetzt verloren. Nur die Berserker hier haben zumindest einige Arbeiter bekommen. Nur noch bei 6 Arbeitern der Apoll und auch wenn ich so ein bisschen, also halt meine ganze Armee verliere und nicht allzu viel dafür kriege, bin ich halt doch enorm weit vorne mit meinen 61 Arbeitern und Apoll kann doch
eigentlich nicht mehr zurückkommen. Und ja, so habe ich praktisch, indem ich diesen Rush abgewehrt habe und hier nochmal ein paar Stalker zur Abwehr von Drops oder so hinstelle. Hier war auch gerade, glaube ich, noch ein Drop, den habe ich verpasst, ein kleiner mit einem Medivac. Ohne der kommt. Jetzt, nee, der kam schon. Stehe ich jetzt wieder sehr, sehr gut da. Komme nicht ganz mit der Produktion hinterher, habe ein bisschen viel Geld gerade. Aber ja. Apoll wird sich halt gleich wundern, dass ich so viel Armee habe. Wegen den beiden Extensions und versuche die Pinot zu schreiben, sehr, sehr schön. Also das Micro von Apoll gefällt mir sehr gut. Die Tech-Entscheidungen sind halt auch eigentlich stark. Nur halt ein bisschen schießig das Ganze, deswegen gefällt es mir persönlich nicht so. Und ich war halt dementsprechend zu diesem Zeitpunkt auch sehr, sehr gut zufrieden, weil ich wusste, dass ich das Spiel praktisch nicht mehr verlieren kann, weil ich einfach zu viel Zeug habe. Relativ simple Tier-1-Armee wegen meiner massiven Ökonomie. Und Apoll schreibt das GG. Ich zu diesem Zeitpunkt fand das einfach nicht so richtig gut. Und gebe das auch kund, wie man hier sieht. Also, man muss halt sagen, ich bin kein Typ, der jetzt so BM-mäßig drauf ist, aber mir gefiel das einfach nicht so richtig schön, das Spiel. Also bis zum Ende, offensichtlich. Gut, dann schauen wir mal, wie jetzt das dritte Spiel gleich laufen wird, das Entscheidende zwischen Apoll und mir.